Hier ist es zu still. Wo sind die Brüder? Oder die Männer des Abts? Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wo sind die Leute? Das ist eine gute Frage. Der Frage werden wir jetzt auf den Grund gehen. Ich wollte nur noch eben kurz eine kleine Mitteilung machen. Und zwar waren wir in der letzten Folge, haben wir ja die Feste erobert und hatten davor noch was gesprochen. Und das Seltsame an der Sache war, ich wollte dann einfach reingehen, aber da waren dann wieder hunderte von Gegnern drin und das war wirklich ein Sperrgebiet. Und da hatte ich ehrlich gesagt dann auch keine Lust mehr, mich nochmal durch die gleichen Leute alle durchzukämpfen. Das heißt, das werde ich dann definitiv später mal machen. Vielleicht kann man es auch einfach vom Wasser aus angreifen, dass ich da mit einer Truppe nochmal reingehen kann. Also wenn ihr soweit seid, dass ihr hier an dieser Stelle seid, dann solltet ihr definitiv sämtliches Gold einsammeln, bevor ihr nach draußen geht. Ja, ich habe jetzt nicht gewusst, dass sich das jetzt so drehen und wenden wird. Das nur als kleiner Tipp von mir. So, wo ist Basim? Irgendwo im Busch, wie es aussieht. Ah, ne, hier. Ich würde dich freudig grüßen, Bruder. Doch ich werde das stechende Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich folgte dem Abt und ließ ihn nicht aus den Augen. Aber die Mönche, seine Diener, niemand ist zu sehen. Sind sie tot? Das glaube ich nicht. Aber in dieser Grabesstille liegt nichts Gutes. Und wo ist der Abt jetzt? In sein Gemächern. Komm, aber sei wachsam. Okay. Stinkt es für dich nicht auch nach Verrat, Bruder? Warum sollte der fromme Hirte sich mit der Heretikerin zusammentun? Künebert ist ein Mann, der nach Macht und Einfluss giert. Da Tedmund tot ist, muss er das woanders finden. Das ist wahr. Halte deine Augen offen und deine Klinge bereit. Immer. Ich habe nur den Fehler gemacht, ich bin jetzt nicht vorher nochmal... Warte mal, Basim. Aber es scheint... Ne, es scheint aber nichts mehr zu sein. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich nicht mein Adrenalin aufgeladen habe vorher. Künebert, deine Gäste sind da. Kommt, das Essen steht bereit. Oh, ja. Der liebe Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen, aber Künebert's Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie, und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlachst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fingst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Ja! Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde. Das ist köstlich, Künebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwareburg. Sie werden bald über uns herfallen. Vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Können wir versuchen? Draußen läuft einer rum. Ah, da oben kommt man hoch. Lass mich doch mal da durch, Mensch. Achso, da ist auch eine Leiter.
Wieso sagt mir das denn keiner? Aha. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch Schönes? Geheimnis-Allee-Rezept. Die geheime Zutat, also Ale wahrscheinlich. Die geheime Zutat, der unser Ale den weichen Geschmack und das zarte Aroma zu verdanken hat, ist frisches Silphium. Diese gelbe Blume hat der heilige Adrian aus seiner Geburtsstadt Cyrenaica in Afrika mitgebracht. Zusammen mit diesem uralten Rezept. Gerüchten zufolge hat das Gebräu auch empfängnisverhütende Wirkung. Aber die Anwendung dieser Methode erfolgt auf eigene Gefahr. Ja. Naja. Das sind wahrscheinlich die gelben Blumen, die ich ständig überall finde. Weshalb die vermutlich auch so viel Wert haben, nehme ich mal an. So, wo müssen wir überhaupt hin? Und komm, mit dem Hinterhalt steht da nur. Kann ich darüber springen? Eigentlich müssen wir ja komplett raus, nehme ich mal an, ne? So, Basim, dann komm mal mit. Wo können wir denn miteinander sprechen? Fulke verriet, dass ihr Sanktum in Kantwarebuch ist. Ja, und das ohne Not. Ich würde mich dem Ort vorsichtig nähern. Es könnte eine Falle sein. Vielleicht, aber eine andere Spur haben wir nicht. Ich hoffe, all diese unschuldigen Opfer sind es wert. Es geht um Sigurd, mein Bruder. Natürlich sind sie das. Na dann komm, tauchen wir hinab in das Maul des Todes. Ich wollte meine Winterjahre ohnehin nicht erleben. Okay, Dies wird nicht umsonst sein, Eivor. Wir werden Sigurd finden. Nicht nur ihn. Ich will... Sie will auch Fulke leiden sehen. Ja, ich hab's... Wieso rennt der jetzt dahin? Achso, der rennt der Straße nach. Okay. Ja, wir sind natürlich ein bisschen cleverer. Wir... Obwohl, so clever ist das auch nicht, weil das ist mitten in der Stadt. Dann würde ich schon fast sagen, dass ich hierhin reise. Ich reise mal eben per Schnellreise hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind so gut wie da. Ich glaube, ohne Reittier ist es jetzt unauffälliger. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Sigurd wird sicher gut bewacht. Wir sollten uns vorsichtig und unauffällig verhalten. Bereit? Folge mir! Ja, unauffällig ist nicht immer so mein zweiter Vorname. Okay. Wir sollten aber mal eben gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Sünen, leite mich. Also zu den großen... Okay. Das ist eine Falle. Warum sollte Fulke... Ich darf ja nicht erwischt werden. Sie lockt uns. Selbstsicher und überheblich. Eigenes Scheitern hält sie für unmöglich. Ihr fürchterlicher Scharfsinn gibt ihr recht. Oh, das sind mehrere. Okay. Okay. Was wir dort auch finden, bewahre einen kühlen Kopf. Du tadelst mich wie ein Kind, Basim. Ich schütze dich wie ein Vater. Dein gewaltsames Ende brächte nichts. Du hast in deinem Leben noch viel zu erreichen, das weiß ich. Noch mehr Rätsel, Schlauzunge. Keine Schlauzunge. Angst. Ich spüre Großes in euch beiden. Es ist nicht dein Schicksal, die Steine dieses Gotteshauses mit deinem Blut zu beflecken. Okay.
Hier jetzt hier gerade niemanden. Wir sollen ja diesmal... Kann er mir helfen, das aufzubrechen? Ich weiß nämlich nicht. Ich denke mal, das ist zu. Hey! Hierher! Wenn sie noch hier ist, brenne ich dieses Christushaus nieder. Zu den Waffen, Bassem! Also sollen wir einfach die Osten hineinstellen? Hallo, roll doch mal. Rollen. Genau, aber in die Richtung, wo ich hinzeige. Nirgendwo anders hin. So, ich pariere doch ganz gut. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Suche nach Fulke. Ich dachte, die sollte hier drin sein. Auf jeden Fall denke ich mal, soll sie irgendwo hier in dem Gebäude sein. Der zeigt mir jetzt auch nichts mehr an. Hier geht's runter. Sie kann ja entweder nur nach oben oder nach unten sein. Ach so, nach unten geht's aber wieder raus. Komme ich denn nach oben? Gehen wir einfach assassinenmäßig nach oben. Nein, sondern da auf der Seite, wo ich die ganze Zeit nach oben einfach nur drücke. Genau. Auf der anderen Seite. Basim? Wo bist du? Natürlich ist die verschlossen. Sie wurde wohl verriegelt. Kann man da drüber? Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich irgendwo hier ist. Hat mir allerdings noch nicht angezeigt. Okay. Ich hasse diese ewigen Hin- und Herrennereien. Da war jetzt auch keine Tür auf der Seite hier, ne? An der Seite kann man auch nirgendwo hinschießen. Ach, warte mal. Ah, Moment. Basim, geh mir aus dem Weg. Ist das euer Ernst? Hallo? Wenn es rot ist, soll ich doch normalerweise treffen. Leute. Ah, geht doch. Rot heißt nicht gleich rot. Wie ich immer wieder merke. So, ist jetzt nur die Frage, ob es jetzt wirklich irgendwo hier ist. Ich denke mal, dass wir von da aus dann wahrscheinlich nur noch ein Stück höher kommen. Wenn überhaupt. Vielleicht laufen wir jetzt auch nur im Kreis. Nee, da geht's jetzt runter. Ugh, wollt ihr mich verarschen? Okay. Basim, geh mal aus dem Weg. Hallo, das war mein explosiver Pfeil. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Aber das ist eh nur, um hier das,
was auch immer einzusammeln, ne? So, jetzt bin ich zwar am Schleichen und am Einsammeln, aber trotzdem kriege ich keinen Adrenalin. Das ist seltsam, weil ich habe ja die Passive jetzt freigeschaltet. Anscheinend ist sie aber doch nicht hier drin. Ich muss sehen, was du siehst. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Oder muss ich irgendwo in den Keller rein oder sowas? Selbst mein Rabe kriegt sie jetzt nicht mehr zu fassen. Da gibt es noch einen Kirchenturm. Ich weiß nicht, ob wir da so hoch kommen. Ich meine, von außen kommen wir da hoch, aber... Scheint sie aber auch nicht zu sein. Ach, wie ich sowas hasse. Kann man hier nicht einfach mal klare Instruktionen haben, wo der Gegner ist, den er niedermetzeln und dann ist gut? Ich hasse so dämliche Katz-und-Maus-Spiele. Weil es ist immer unnötige Zeitverschwendung, bis man dann wirklich da ist, wo man eigentlich hin will. Und was ich ein bisschen seltsam finde, in die Türme kommen wir von hier aus anscheinend nicht. Hier waren wir doch auch schon, ne? Das war doch, ja genau, das ist hier die eine Halle. Hier ist auch kein... Ah ne, hier hinten durch war ich schon. Wie komme ich dann hier wieder raus? Oder? Ne, das ist ein... Das ist ein anderer Teil... Das muss der Weg zur Volkes Sanctum sein. Nein, ist nicht euer Ernst. Oh. Ernsthaft? Kann man hier noch irgendwas machen? Ne, steht nur einfach so da, okay. So, das ist hoffentlich für die Tür. Sonst haben wir hier nichts. Oh, Moment, da war gerade noch was. Sehr schön. Wir nehmen natürlich gerne alles mit, was wir mitnehmen können. Hallo? Kannst du dich da mal wegbewegen, Basim? Wegen dir ist die Tür jetzt nicht geöffnet worden. Volker, ich bin hier! Stell dich! Gib Acht, Eivor. Du spielst ihr in die Hände. Was sollen diese Wortgeflechte über Elfen und Dämonen bedeuten? Tja. Ich meine, wir wissen ja, dass sie ziemlich Banane ist, die Alte, ne? Die Pläne für die große Feste in Westsexe. Hilft uns irgendwas davon, dort einzudringen? Bei Odin, welch krankes Geflecht sie spann. Für jeden vergossenen Tropfen Blut werde ich ein Miethorn mehr nehmen. Fulkes Tagebuch. Ich stürze mich in die Arbeit an dieser seltsamen Sprache, die ich für Kaiser Ludwig entziffern soll. Und doch reicht mein gesammeltes Wissen über die Alten und ihre Artefakte nicht einmal aus, um den dünnsten Lichtstrahl auf diese wunderschöne Schrift zu werfen. Ludwig sagt, dass diese Worte aus einer Radierung stammen, die ein junger Paladin in den Tagen von Karl dem Großen gesehen und abgeschrieben hat. Doch Ludwig weiß nicht, wo in unserer Welt die ursprüngliche Inschrift entdeckt wurde. Auf einen Tempel, ein Grabmal, einem Felsbrocken? Es ist unmöglich zu sagen.
Immer und immer wieder ziehe ich den Stein aus meinem Besitz zu Rate, auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen ihm und den Worten, die von der Radierung abgeschrieben wurden. Doch kein Ergebnis. Man sollte mich nicht überraschen. Der Stein selbst ist nur ein Fragment, das, wie man mir sagte, dem vom Eindringling Ragnar Lodbrok aus Nordwege mitgebracht wurde. Deshalb nenne ich ihn den Sagenstein. Kannte er den wahren Wert des Gegenstandes, den er dabei sich trug? Welch glücklicher Fund. Ich bin in den Besitz eines Mannes gekommen, der das Mal der Alten auf seinen Hals trägt. Ich erschaudere, wenn ich daran denke, was die bedeuten könnte. Könnte es sein, könnte er ein wiedergeborener Alter sein oder das Kind eines solchen, das nun nach so vielen Jahren auf den Plan treten soll? Ich habe Erzählungen von einem gehört, den sie den wiedergeborenen Eiter nennen, aber dieser Mann hat nicht die unverwechselbaren Augen. Ich werde tun, was ich kann, um ihn auf verborgene Geheimnisse zu untersuchen. Und mit etwas Glück wird sich mir die Sprache der Alten erschließen. Ja, ich meine, sie hätte auch die ganze Zeit sagen können, dass sie mit Odin spricht, aber... Fulkes Tagebuch. Ich stürze mich in die... Nee, das ist das Gleiche. Hä? Hä? Hallo? Einzelheiten zum Orden der Ältesten. Fulke hat eine hohe Stellung, ist aber nicht die Anführerin. Okay. Ja, ist ein bisschen seltsam, dass ich hier rechts stand, das gelesen habe und dann plötzlich das linke da angeklickt worden ist. Aber okay. Was ist hier? Das Evangelium von Maria Magdalena. Ja, also nichts Brauchbares. Okay, hier war noch was? Seltsame Inschrift. Sagenstein-Inschrift, die Sigurd gelesen hat. Okay. Deren Sprache bin ich jetzt nicht mächtig. Das kann ich jetzt nicht übersetzen. Basim? Ja, Sigurd. Ist er wahrscheinlich alleine. Los! Sag, du hast was gefunden. Was Brauchbares. Vielleicht. Eine Feste in Sutzexe. Da bildet der Orden Soldaten aus. Wir müssen sicher sein. Sigurd, bleibt nicht viel Zeit. Wir wissen doch gar nicht, ob es sein Arm war. Sonst irgendwas? Schriften, die für die Verborgenen von Interesse sind. Heitam will sie sicher sehen. Aber was Sigurd betrifft, ist unser einziger Hinweis Portcaster. Wenn er im Kastell von Portcaster ist, werden wir ein riesiges Heer brauchen. Ich habe inzwischen viele Freunde in Englerland. Wenn ich sie bitte, werden sie kommen. Das werden sie. Basim, sie hat ihm den Arm abgeschnitten. Kann man solch einen Verlust überleben? Körperlich ja. Geistig ist es schwer zu sagen. So etwas kann jemanden in die Verzweiflung treiben. Wenn du meinst, dass er sich wie Tedmund umbringen könnte, verbanne diesen Gedanken. Ich muss meinen Leuten sagen, dass ihr Jarl gefangen bleibt. Das wird ihnen nicht gefallen. Wir werden nicht noch einmal scheitern, Eivor. Ich spähe voraus und sende Kunde zur Siedlung, wenn ich mehr über Portcaster weiß. Sei bereit. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, woran sie das ausmachen möchte, dass es sein Arm gewesen ist, weil ich habe extra darauf geachtet, ich konnte keine Tätowierung oder sonst irgendetwas sehen und ja,
er trägt auch keinen Schmuck oder so. Ich meine, gut, selbst wenn, kann man natürlich Ringe immer von jemandem abnehmen und einen anderen abgetrennten Arm drauf machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ich würde sagen, dass ich jetzt nochmal zum Abschied ganz schnell zurück nach Randvi reise, also sprich nach Hause. Und dass wir uns das noch eben schnell anhören und den Rest danach dann natürlich in der nächsten Folge machen werden. So, wir sind nun angekommen. Oha. Wo ist er? Wo ist Sigurd? Er lebt. Aber er ist nicht bei dir? Wo ist er? Dark, nicht jetzt. Ich muss mit Randvi sprechen. Du hast ihn nicht gefunden, oder, Eivor? Sag schon, wir verdienen die Wahrheit. Ich muss mit Randvi sprechen. Geh zur Seite. Sofort. Du hast ihn nicht gefunden, weil du ihn nicht gesucht hast. Ich sehe dich, Eivor. Ich weiß, was du bist. Dieser Vollmond. Eivor, du kommst allein. Muss ich um Sigurd fürchten? Ich konnte ihn nicht finden. Folge, diese Wahnsinnige, sie ist entwischt und nahm ihn mit nach Sudsexe. Wir brauchen ein Heer, müssen unsere Bündnisse einfordern und sie an ihren Treueschwur erinnern. Wir müssen handeln, bevor... Bevor... Bevor was, Eivor? Sie hat ihn gefoltert, Randvi. Ihm unsägliche Dinge angetan. Seinen Arm abgetrennt und für uns zurückgelassen. Ich fürchte, sie wird ihn töten. Ganz langsam. Götter. Ja, und damit, ich sehe schon im Hintergrund, dass da wahrscheinlich Kunde kommen wird von Basim. Ruhe dich in deinem Zimmer aus. Okay, das werden wir auch tun, aber das werden wir dann für die nächste Folge aufsparen. Und ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Also ich befürchte, dass jetzt der ganz große Schlag kommt, weil sie ja schon davon gesprochen hat, alle ihre Verbündeten werden ihr helfen. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie ich jetzt wo weitermachen soll, weil ich kann mir ja rein theoretisch, wenn ich hier so auf das Feld gucke, noch 3 Verbündete holen. Das wäre natürlich ganz geil, wenn ich die noch holen könnte, bevor ich jetzt diesen großen Schlag plane. Dementsprechend muss ich mal schauen, wie ich das jetzt handhaben werde für die nächste Folge. Entweder gehen wir in der nächsten Folge direkt nach Sudsexe oder wie das ausgesprochen wird. Oder wir schauen nochmal, dass wir noch weitere Verbündete bekommen, weil klar, es kann natürlich nicht schaden, je mehr Verbündete wir haben, behaupte ich jetzt mal einfach, umso einfacher wird wahrscheinlich dann der Schlag. Also wenn die jetzt wirklich alle mitkommen werden, wie sie schon angedeutet hat. Ich verabschiede mich erstmal von dieser Folge und ja, bin gerade schon so ein bisschen nervös. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!